Spitzenspiel in der Kreisoberliga Nord. Tabellenführer FSG Bibra um Trainer Antjelko Orosevic empfing die SG Niederaula Kerspenhausen den direkten Verfolger. Die Ausgangslage war klar, ein Punkt Vorsprung für die Mannschaft aus Bibra. Dazu ein Spiel mehr in der Hinterhand, aber der direkte Vergleich mit 3:1 aus dem Hinspiel ging an Niederaula. Erste Szene, Freistoß Jan Nödig und der Kopfball in dieser Szene von Niklas Engel geht vorbei. Die erste Möglichkeit für die FSG Bibra. Der Rest der ersten Halbzeit ging, was Chancen anging, an Niederaula. Da setzt sich Simon Chomitz durch und dann war der Ball ein bisschen zu scharf für Jakub Flodacik. Versprungen der Ball, die erste Möglichkeit für Niederaula. Über 450 Zuschauer waren hier in der Biberkampfbahn und dann diese Situation. Das ist Luis Weabi und achtet in der Mitte auf Patrick Lesser. Der läuft super ein und dann eine Monsterparade von Christopher Hesse. Das war so nach 32 Minuten die Möglichkeit für Niederaula, hier das Spiel in die eigenen Hände zu nehmen. Ecke Weabi nur 3 Minuten später und dann kommt der Kopfball von Dominik Ort und wieder klasse pariert von Christopher Hesse. Glück in dieser Phase für die Mannschaft aus Bibra. Ja, und er hier, Ernest Weabi, was lässt er sich in der Halbzeit einfallen? Wir werden sehen, ein kurzes Break und dann wird's spannend. Würstchenpause. Ralf, habt ihr noch eine Wurst? Na klar, haben wir noch eine Wurst für dich. Halt, da kommt doch nichts drauf. Die ist von Müller. Ja, rein in die zweite Halbzeit, die richtig packend wurde. Niederaula wieder mit dem besseren Auftakt. Die Szene haben wir nicht, so nach 30 Sekunden einen Abschluss, den der Keeper parieren kann. Aber dann kam die FSG Bibra immer besser ins Spiel. Hier holt man sich den Ball. Wir sind in der 47. Spielminute und eingewechselt wurde bei Bibra Manuel Schmidt, der Routinier. Hier kommt er an den Ball. Sein Schuss, Gunnar Sauerbrei kann abklären und dann kommt Josko Sud aus dem Hintergrund und es steht 1:0 für die FSG Bibra. Nicht gerade, ja, erwartet worden in dieser Phase. Eher war Niederaula dran, hier in Führung zu gehen. Aber jetzt eine bärenstarke Viertelstunde der FSG Bibra des Tabellenführers. Ecke Nöding, dann kommt der Kopfball von Labudovic und auf der Linie kann in dieser Szene Simon Gromitsch klären. Die nächste Möglichkeit für die Mannschaft aus Bibra. So ging das hier weiter. 2-3 Zeigerumdrehungen später. Jan Nöding wieder mit einem Freistoß. Dann kommt wieder dieser Labudovic. Der Kopfball, Sauerbrei, ja, kurz vor der Linie diesmal geklärt. Niederaula plötzlich völlig von der Rolle. Warum auch immer. Man hatte gut gespielt bis dahin, aber jetzt nur noch Bibra. Fehler, Dominik Ort. Dann Niklas Engel. Sauerbrei kann klären. Nächste Chance, Josko Sud, ja, und auf der Linie zum dritten Mal jetzt schon Kapitän Simon Richard. Ja, das war schon ganz cool, wie er das Ding klärt. Ja, und wie die Mannschaft aus Bibra den Zugriff übernommen hat, so hat man ihn wieder verloren zwischenzeitlich. Ecke, Luis Weabi und die Latte zusammen mit Torwart Christopher Hesse verhindern hier den Ausgleich. Und dann die spielentscheidende Szene. 79. Minute, wieder so ein Eckball von Nöding. Und dann steht in der Mitte der Routinier, steigt hoch, Manuel Schmidt. Zur Halbzeit eingewechselt, das 1:0 mit seinem Schuss, den Sauerbrei nur abwehren konnte, vorbereitet und hier das zweite Tor verwandelt. Er war der Mann des Tages im Spitzenspiel zwischen Bibra und Niederaula, das dann zu Ende war. Bibra gewinnt mit 2:0, dank Manuel Schmidt, gerade 40 Jahre alt geworden und mit diesem 2:0 ist man jetzt 4 Punkte vorne, hat noch ein Spiel mehr in der Hinterhand und was vielleicht ganz entscheidend werden kann, man hat den direkten Vergleich nach der 1:3 Hinspielniederlage ausgeglichen und hat somit in der Tordifferenz 16 Tore mehr zusätzlich noch auf dem Polster. Es bleibt trotzdem noch spannend.